Na Kumpel, was los? Mann, was bin ich froh, dass ich dich wieder hab. Weißt du das eigentlich? Ja, lieber Junge, lieber Kerle. Ich hab dich gern, Rüdiger, das weißt du doch. So, und da du gerade kurz vorm Verhungern bist, würde ich sagen, kriegst du erstmal was zwischen die Kiemen. Muss jetzt aufpassen, dass ich nicht auf den falschen Knopf drücke und die Aufnahme einfach mal ausmache. Hier, Rüdiger. Snack. Lecker, lecker. So, dann wollen wir uns mal den guten Gläubigen hier einfach mal reinstylen. Lecker, 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 lecker. So, mein Freund, was? Was bist du denn am Fressen die ganze Zeit? Hast du immer noch Hunger? Hast du noch Hunger? Was denkst du? Ja, guck mich nicht so blöd an, was ist los? Meine Kreatur möchte mir zeigen, was sie fühlt, dann mach doch einfach mal. Kumpel! Passiert da? Das war ja diese ganze Sache mit diesen Reliquien, die ich da nicht verstanden habe. Und irgendwie scheinen die Leute hier gerade richtig bekloppt zu sein. Schaut euch das mal an, hier ist noch ein Stein, den die anbeten. Erinnert mich an den Stein, den ich damals gegen das Lagerhaus geschmissen habe, wo ich dann fast das Spiel deswegen verloren habe. Gut, was ist unsere Mission jetzt hier gerade? Wir müssen ganz viele Sachen hier reinschmeißen, damit wir in die nächste Karte kommen. Ich hatte auf Facebook eine kleine Umfrage gemacht, ob wir nochmal eine... Ja, so eine Multiplayer-Karte da machen, so ein Standardgefecht oder ob wir uns gleich in die nächste Map schmeißen. Und unisono wurde gesagt, Leute, ist nicht. Ich will nicht nochmal Multiplayer-Map machen, das sei langweilig. Gut, dann bin ich echt dafür, dass wir dann die neue Karte angehen hier. Ich habe jetzt off-cam noch ein bisschen... Das ist auch so eine Sache, die ich euch erzählen muss. Ist wieder so eine Facebook-Geschichte, ne? Ich komme gar nicht mehr ohne aus. Das merkt ihr vielleicht gerade mal, ne? Da wird der Zwiebelotter sagen, ich bin voll der Junkie danach. Na, es ist... Ich möchte es mal so erklären. Also, mein Rechner war ja mal wieder hier die Festplatte. Das ging ja nicht mehr so. Muss ich neu aufsetzen, war wahrscheinlich irgendein Virus oder was. Und dann habe ich mir meinen Black-and-White-Ordner, habe ich mir selbstverständlich dann gespeichert auf einer externen Festplatte, weil... Ich will ja nicht alles verlieren, ich will ja Rüdiger nicht verlieren und alles. Und dann muss ich erstmal gucken, wie das überhaupt geht. Das war richtig schwierig. Und er hat gerade die totale Fanbase, kann das sein? Rüdiger, was ist los mit dir? Egal, was ich mache, sie lieben es. So, ein paar Kinder brauchen wir auch noch. Kinder sind unsere Zukunft. Ich hätte jetzt beinahe nochmal gesucht, hier dieses Dorf da abzugrasen, aber das geht ja nicht. Aus dem einfachen Grunde, weil es gar nicht mehr existiert. Ich habe da so ein bisschen Mist gebaut, gebe ich gerne zu. Was ist mit dir? Was habe ich überhaupt für ein Wunder da? Was? Nein. Ich habe doch irgendein Wunder wieder aufgeladen, das sehe ich doch. Ich hab dich so vermisst, mein kleiner knuddeliger Wuddel-Duddel, du... Oh, Rüdiger, ich bin so froh, dass ich dich wieder hab. Weißt du das eigentlich? Kleine Gläubigen sind unzufrieden. Ja, das sind sie gar nicht. Ich wäre aber auch unzufrieden, wenn ich den ganzen Tag neben dem Dorfzentrum rumsitzen würde, dann so ein riesiger Affe ankäme und mich anfurzen würde. Da würde ich auch sagen, nee, das mach ich nicht so gern. So, wir haben ja das Problem mit dem Holz. Wir haben kaum noch Holz. Und sollte ich einmal ganz kurz Holz haben, wird es mir ja sofort wieder geklaut. Deswegen... Hey, was ist hier los? Nimm mit. Meine Kreatur ist wieder schwach. Nee, ich muss mich da erstmal reinfuchsen, wie das überhaupt geht, weil merkwürdigerweise hier Kampagne und Kreatur an ganz verschiedenen Orten gespeichert werden hier in diesem Spiel. Das ist so ein bisschen blöd. Aber zumindest kann ich Rüdiger behalten, das ist gut. Und jetzt habt ihr gesehen, dass ich... bei Facebook eine Nachricht gekriegt habe. Das ist natürlich mal wieder schön, wenn alle Leute mich anschreiben. So, ich mach mal ganz kurz Pause und wir sehen uns gleich wieder. Beziehungsweise ich tapp mal eben raus. Hoffentlich geht die Aufnahme dadurch nicht kaputt. Ich, Idiot. Schreib mal eben kurz, dass ich gerade aufnehme. Ja, aus mit Facebook. Meine Fresse, dass ich das immer wieder vergesse. So. Haben wir? Haben wir.
Jetzt geht auch die FPS wieder hoch. Das war natürlich jetzt so ein kleiner Abstecher in die gemütlichen Lande. Das war doof. Das ärgert mich auch sowas. Das ärgert mich zutiefst. So, hier schmeißen wir mal das Holzwunder direkt in den Strudel rein. Ich weiß ja nicht. Nee, Zeit beschleunigen will ich eigentlich gar nicht. Ich will die eigentlich verlangsamen. So, ein paar Kinder noch. Waren hier nicht noch Gerüste? Also die nächste Karte, die wird richtig heftig. Ich kann mich nur noch dunkel dran erinnern. Habe ich die letzte eigentlich schon mal gemacht? Also die nächste ist erstmal noch nicht die letzte. Da kommt noch ein bisschen was. Aber bis dahin müssen wir uns richtig, ja, noch ein bisschen verbessern. Ich glaube, da muss ich mit Rüdiger doch noch mal ein paar Solo-Spiele machen, dass er ein paar Wunder lernt. Da gab es auch so ein paar Übertragungsfehler. Ich glaube, er kann jetzt dieses Donnerwunder nicht mehr. Ich glaube, das geht nicht mehr. Jetzt habe ich schon wieder diese Scheiße. Wir brauchen Holz. Ah, das ist ja egal. Das können wir ihm relativ schnell wieder beibringen. Okay, was haben wir hier? War hier nicht gerade... Ach, diese scheiß Silben. Weißt du was? Wisst ihr was, Leute? Ich habe eine Idee. Na toll. Ich war gerade... Du kommst mit. So, das möchte ich mir nicht so angucken im Detail. Er kommt einfach mit. Haha. So. Haben wir zumindest mal wieder was, worüber wir reden können. Oder irgendwas, was wir werfen können, wenn wir uns mal ein bisschen... Wenn uns mal ein bisschen langweilig ist. Rüdiger! Mach's doch wieder einen Klappmann. Was ist los mit dir? Ich verstehe das nicht. Hast du Hunger? Und ich habe wirklich das Gefühl, seitdem ich da... Habt ihr das gesehen? Hat Letis der Kreatur beigebracht, wie man Fische angelt? Einfach dann ein bisschen Donner reinmachen. Mann, bist du hässlich. Was bin ich froh, dass ich meinen Rüdiger hab und nicht so einen blöden Wolf da. Und ich werde den Rüdiger auch nicht tauschen. Vielleicht gehe ich irgendwann nochmal Insel der Kreaturen an. Und dann ist es ja ein bisschen einfacher mit dem Kreaturen tauschen. Sonst muss man hier irgendwelche Vorquests machen, die alle extrem nervig sind. Wie in der ersten Karte zum Beispiel. Wir haben kaum noch Holz. Die Schafe zu sammeln. Ja, diese Holzmap ist bald vorbei. Da freue ich mich schon drauf. Wisst ihr das eigentlich? So, weg mit dem Holz. Tschüss. Ich habe übrigens einige Kommentare gekriegt, wie ich das Holzproblem hätte anders lösen sollen. Ja, das ist doof, wenn ich das vorher alles aufnehme. Weil ich immer gerne was habe, worauf ich mich berufen kann. Wenn man ein bisschen Dürre herrscht. Was Zeit angeht und so weiter. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, einfach Wasserwunder zu benutzen. Im Lagerhaus und damit gibt es fast keine Nahrungsmittel mehr. STFU. Und damit hätte ich dann kleine Wälder wieder, ja, aufbauen können. Und es wurde natürlich sau viel Kritik dagegen geäußert, dass ich dieses eine Dorf hier kaputt gemacht habe. Ich hatte wirklich keinen Bock da, 1400 Glaubenspunkte nochmal da aufzufrischen. Es hätte, glaube ich, genauso lange gedauert. So. Was aber ein Problem war, ist, dass mein Tempel, nachdem ich das neu gemacht habe, nachdem ich den Tempel wieder rübergenommen habe, da war es so... Deine Gläubigen sind unzufrieden. Halt die Fresse jetzt, Junge! Mal ernsthaft! Die können unzufrieden sein, mir egal. Wir gehen ja jetzt sowieso woanders hin. Was ist das denn? Kann ich meinen Musikstein nicht mehr mitnehmen? Wollte schon sagen. Hallo? Der muss mit. Wenn schon mein Gummiball weg ist, dann möchte ich zumindest einen Musikstein haben. Ja, was ich sagen wollte, ist, dass mein Tempel gerade noch auf neutral war, als ich nochmal das neu importieren musste. Das heißt, ich habe da einfach mal so ein paar Multiplayer-Maps gespielt und mit so einem Mega-Blast auf Extremos ein paar Dörfer kaputt gemacht. Das war jetzt aber nicht so eine feinfühlige Aktion. Deswegen kann es sein, dass der Tempel jetzt noch bösartiger aussieht als vorher. Ich wollte einfach mal meiner Linie treu bleiben. In den Kommentaren wurde gesagt, entweder chaotisch gut oder ja, rechtschaffen böse. Ja, das macht schon Sinn. Wenn wir mal bei diesem, was war das hier? Dungeons and Dragons Regelwert bleiben. Ja, das, ich glaube, damit kann man das am besten einordnen. Mit einem von den beiden Begriffen. Welcher davon richtig ist, weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Müsst ihr selber entscheiden. Okay, war hier nicht gerade noch so eine Leuchte?
Kann ich die gegnerische Kreatur nicht auch mitnehmen? Wär mal was. Hey, Letis, gib mir mal deine Kreatur her. Den haben wir ja sowieso kaputt gemacht. Das hat er auch verdient. Penner. Nee, ernsthaft, Leute, das macht man nicht. Das, was der gemacht hat, das war echt nicht koscher. Füllhorn. So, und ich habe von dem Nincreeper auch... Ja, das ist auch so ein Typ, das glaubt ihr gar nicht. Von dem habe ich einen Kommentar gekriegt, dass ich die Leute nicht zu lange tanzen lassen soll. Füllhorn. Weil die sonst nämlich sterben. Ich glaube, das stimmt. Die sterben dann einfach an Erschöpfung und nicht an Hunger. Ja, das geht auch. So, viel schneller mit dem... Ich will die scheiß Leine nicht. Mach die weg. Ich will mein Wunder weg haben. Oh, da ist wieder eine. Was? Sollst du hier meine Sachen fressen, oder wie? Was ist hier los? So viel war das noch? War wohl dein geheimer Vorrat, ne? Ich bewerf dich mit Scheiße. Hier. Spielen wir mal eine Runde Ritter der Kokosnuss hier. So, ein Andenken an dich nehme ich aber mal mit. Ah. Ach, die Kacke nimmst du mit, aber mich nicht. Ja, das muss man jetzt nicht verstehen. Irgendwelche Dorfbewohner beschweren sich da bestimmt wieder. Aber das ist mir egal. So, Leute, ich glaube, jetzt haben wir alles. Brauchen wir noch was? Gerüste haben wir. Ich glaube, die Gerüste... Macht es Sinn, wir haben kein Holz mehr. Ein Dreiergerüst mitzunehmen? Weiß ich nicht. Nein, ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach mal auf den Knopf hier. Vielleicht geht das ja weiter. Wird schon irgendwie laufen. Geronimo! Ah. Und jetzt verhake ich mal zwei Wäscheklammern hier. Das hört sich ja nett an. Willkommen zu Hause! Ja, die Karte, die jetzt kommt, die kennt ihr schon. Erinnert ihr euch, wo wir sind? Rüdiger steht knietief im Schlamm. Ja, ja, Clipping-Fehler. Alles kein Thema. Hey Boss, da sind wir! Sieh dich nur um. Das Land liegt in Trümmern. Ein herrlicher Anblick. Schrecklich. Hier war einmal ein blühender Garten Eden. Was? Das ist wohl vorbei. Wir waren doch noch nie hier. Klar waren wir schon mal hier. Erinnerst du dich nicht? Außerdem kommen hier einige Häuser bekannt vor. Sogar unser Tempel sieht ziemlich ramponiert aus. Stimmt. Ich muss aber zugeben, dass mir die morbide Atmosphäre gefällt. Okay, Leute. Wir sind jetzt wieder im Garten Eden. Hier liegen die Nahrungsmittel rum und wir werden beballert von irgendwelchen Feuerbällen. Das ist nicht so schön. Macht auch nicht so viel Spaß, hier zu überleben. Und Rüdiger ist neugierig. Ja, ja, geh mal raus aus deiner Erde. Guten Hunger. So, friss mal. Wir müssen unser Dorf aufbauen. Ich hau dir jetzt einfach mal den Hunger aus der Birne. Vielleicht. Ein Kindermädchen. Finde lieber heraus, was in diesem Land vorgeht. So, Rüdiger, kannst du da rauslaufen? Ja. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass er da in so einem komischen Fehler gefangen ist. Ist er aber nicht. So, als erstes wollen wir das hier mal fertig machen. Dann werden wir ein paar Baumeister abrichten. Bekehrter Baumeister. Und unser Tempel muss natürlich auch auf Tüti werden. Bekehrter Baumeister. Das geht nicht anders. So, und danach werden wir uns gleich auf die Suche nach goldenen Schriftrollen machen. Weil das hier ja nicht so bleiben kann. Und was passiert jetzt?